Ja, wir haben heute die Armenen von Kant mitgebracht. Wollen mal im Laufe des Videos ein bisschen darauf eingehen, was ist der Hintergrund, in welchen Missionen werden die gespielt, was haben die für Auswahlen und wie einsteigerfreundlich sind sie. Und wir fangen mit Jan an, der erzählt ein bisschen was über den Hintergrund. Ja, Kant liegt im Südosten von Mittelerde, wie so fast jedes böses Reich in Mittelerde. Die liegen südlicher von Mordor, so zwischen Harad und Mordor mäßig, haben auch schon mit jedem Volk ein bisschen Krieg gehabt. Haben vorher auch viel Krieg gegen Gondor geführt, aber haben diesen verloren und sind dadurch sehr geschwächt und haben eigentlich keine große Streitmacht mehr. Werden aber von Mordor aktuell als Söldner gebraucht in den Ringkrieg und deshalb sind auch ein paar von den netten Herren im Ringkrieg vertreten. Im Film und Buch kommen sie leider nicht wirklich vor. Man weiß nur, dass Frodo welche in Galadriels Spiegel sieht und deshalb kann angenommen werden, dass auch einige von Kants Bürgern sich an dem Krieg beteiligen. Ja, vielen Dank. Sven, was gibt es denn zur Armee zu sagen? Okay, die Armee hat eine relativ überschaubare Auswahl an Einheiten. Und zwar haben wir letztlich nur zwei verschiedene Charaktere, den König und den Häuptling von Kant. Der König darf dabei ganz stilecht auf einem Streitwagen fahren, weil es ja auch ein Streitwagenvolk ist. Der Häuptling hat die Option nicht, der kann maximal ein Pferd nehmen. Ansonsten gibt es nur drei weitere Auswahlen in der ganzen Armee. Das sind einmal die Reiter, die kommen mit anderthalb endigen Äxten und Bögen daher. Und Fußmodelle, die entweder eben eine solche Axt oder einen Bogen tragen dürfen, aber nicht beide Optionen haben. Die dritte Auswahl, die wir noch als Krieger wählen können, sind Streitwagen. Das ist das, was die Armee auch eigentlich ausmacht. Die Streitwagen sind regeltechnisch richtig stark, die kosten relativ wenig Punkte und bringen mächtige Aufpralltreffer mit. Und zwar machen die beim Aufprall 2 Stärke 4 Treffer und darum sind die auch insbesondere gut gegen Kavallerie. Wenn die ein Kavalleriemodell treffen, machen die diese 2 Stärke 4 Treffer nicht nur gegen den Reiter, sondern auch gegen das Reittier. Und wenn sie das Modell ausschalten, fahren sie einfach weiter und können direkt das nächste Modell rammen. Wenn sie das Modell nicht ausschalten, sind sie danach mit dem Modell im Nahkampf. Die Streitwagen selber kommen auch direkt mit anderthalbhändigen Äxten daher. Das ist so das Schema bei Kant. Können die aber, wenn sie möchten, auch gegen Bögen austauschen. Sind da also ein bisschen flexibler, je nachdem, wie man sie einsetzen möchte. In der Kampagne selber sehen wir Kant nur in einer einzigen Mission und das ist die große Pelennor-Schlacht. Liegt daran, alle anderen Missionen spielen entweder vor der Pelennor-Schlacht, da ist Kant nicht dabei, oder während der Schlacht bei der Belagerung der Stadt und in der Stadt. Die Krieger von Kant haben niemals die Stadt betreten, sondern haben nur auf dem Pelennor mitgekämpft und darum ist das die einzige Mission, in der wir sie sehen werden. Ja, vielen Dank. Zum Schluss noch ein paar Worte zur Armee selbst. Und zur Einsteigerfreundlichkeit. Das ist eine der Armeen, die es momentan noch von Games Workshop komplett im Sortiment erhältlich ist. Ein paar Sachen waren nur umgepackt und so weiter, aber grundsätzlich alle Modelle sind noch zu erhalten. Die Modelle selbst sind alle aus Zinn relativ teuer. Daher ist eine Einsteigerfreundlichkeit nicht unbedingt gegeben. Allerdings muss man sagen, haben sie nette Sonderregeln und mit den Streitwegen eine relativ starke Einheit, diese auf dem Feld bringen können. Soweit erstmal grundsätzlich zur Armee. Wir würden dann jetzt erstmal uns bedanken bei euch für den ganzen Support, den ihr uns bislang gegeben habt. Ist eine großartige Leistung. Wir haben in verschiedenen Foren, in verschiedenen Gruppen kommt sehr viel positives Feedback zurück und alle sind gespannt, wie es weitergeht. Da wollen wir euch entsprechend auch auf dem Laufenden halten. Das heißt, wir planen gerade die nächsten Videos. Ihr dürft aber gerne unter diesem Video auch wieder einen Kommentar schreiben, was ihr gegebenenfalls gerne sehen wollen würdet. Wir haben jetzt, theoretisch ist das Video Nummer 4, was online gehen sollte. Vorher müsstet ihr eine kleine Preview gesehen haben von Pelennor. Und wir würden uns jetzt theoretisch erstmal dran machen und entweder Mordor oder die Lehen. Genau, mal schauen, was wir zuerst fertig kriegen. Genau, vorstellen. Und wenn ihr jetzt nicht spezielle Wünsche habt. Ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch eine gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.